Was wir gestern an den Aktienmärkten gesehen haben, war nicht besonders feierlich. Die Märkte 4-5% im Minus. Und wenn wir uns hier mal auf der Sektorenkarte des S&P 500 reinschauen, dann sehen wir auch, dass nahezu jede Branche betroffen ist. Es also einfach nur wieder alles verkauft wurde. Und das erinnert doch sehr stark wieder an den März, als die Börsen Tag für Tag regelmäßig immer wieder eingebrochen sind. Als man vielleicht zwischendrin einen kleinen Moment der Hoffnung gesehen hat und dann gab es wieder einen Deckel obendrauf. Ja, die Frage, warum das Ganze jetzt so passiert, ist eigentlich relativ einfach zu beschreiben. Natürlich gibt es verschiedene Überhitzungstendenzen aus den letzten Wochen, aber vor allen Dingen ist es doch auch die Art und Weise, wie mit dem Markt jetzt umgegangen wird. Das heißt, viele Privatgelder, die in die Aktienmärkte geflossen sind, die sind natürlich besonders bedeutend und die haben vor allen Dingen auf Sektoren gesetzt, die eher schwach waren, die eher hart abgestraft wurden zuvor und die haben sich dann in diesem Geldfluten dann wieder relativ schnell erholen können. Nun, wenn das dann irgendwann vorbei ist und diese Werte dann dadurch auch überbewertet sind, dann führt es zum Abverkauf und eine kleine schlechte Nachricht am Rande, die sorgt dann natürlich auch für das entsprechende Benzin auf dem Feuer und dementsprechend fallen dann die Aktienmärkte deutlich durch. Nun, die aktuelle Situation zeigt eben, dass die Corona-Auswirkungen in den USA sich langfristig ausdehnen könnten, als erwartet. Man hat übertrieben gute Nachrichten gepostet und gemeldet in den letzten Wochen, sodass man die Aktienmärkte schon durchaus beflügelt hat. Aber das ist eben doch so, dass die Lügen kurze Beine haben und wenn man da ja nicht unbedingt gelogen hat, aber vielleicht hier und da ein bisschen übertrieben hat im Optimismus, dann führt das jetzt eben auch dazu, dass es zu einer Umkehrbewegung am Markt führen kann. An einem Tag 4-5% im Minus, das ist ja noch okay, das halten alle aus, die eine solche Rallye mitgemacht hat. Schlimm wird das Ganze, wenn das wieder mehrere Tage in Folge andauern würde. Und das kann durchaus passieren und das liegt vor allem daran, dass die großen Investoren sich gerne noch günstigere Einstiegskurse wünschen würden und diesen Markt gerne auch nochmal fallen sehen würden. Gleichzeitig würde ein fallendes Markt nochmal für zusätzliche Gelder von der Zentralbank und von den Staaten führen, sodass man da also noch mehr Momentum in die Aktien langfristig reinbekommt. Man also vielleicht durchaus sogar anregen möchte, mit fallenden Kursen dann günstig einkaufen und dann durch die Stimuli eine Überrendite zu erzielen, die man vorher lange nicht gesehen hat. Und die Privatinvestoren könnten in so einem Szenario die Leidtragenden sein, die jetzt eingestiegen sind, die Kurse nach oben gezogen haben und dann sehen müssen, wie die Aktienkurse wieder fallen, um unterm Strich dann wahrscheinlich am Tiefpunkt wieder ihre Aktien zu verkaufen, enttäuscht zu sein vom Aktienmarkt, das ganze Thema nie wieder sehen wollen und dann die großen Investoren ganz gemütlich wieder langfristig ihr Geld verdienen. Ich hoffe natürlich, dass das nicht der Fall sein wird. Wir müssen allerdings jetzt durchaus mal einen Blick drauf werfen, wie sich vor allen Dingen die Gelder der Privatinvestoren verhalten und da auf die entsprechende Nachrichtenlage achten. Wir werden das sicherlich nicht verpassen, denn auch andere Kanäle, die mit aktuellen Statistiken und so ähnliches aufwarten, werden da berichten. Und wir können an dieser Stelle vielleicht zuschauen, etwas beobachten, was passiert. Die Anleger, die uns kritisiert haben dafür, dass wir 25% Cash haben, waren gestern plötzlich wieder sehr zufrieden und haben sich gemeldet. Nun, wir sind momentan auf dieser Cash-Quote, bleiben darauf auch sitzen und warten erstmal ab, was passiert. Und ich glaube, das ist jetzt auch die beste Nachricht, die man mitgeben kann. Auf der Seitenlinie zu sitzen und sich das mal zu beobachten, was hier passiert, ist sicherlich nicht falsch. Wer jetzt noch das eine oder andere Pulver übrig hat, um langfristig zu investieren, der wird sich sicherlich freuen, denn es ist durchaus möglich, dass jetzt einige Gewinnmitnahmen zum einen natürlich noch mitkommen und natürlich auch dann das Momentum nach unten nochmal beflügelt wird durch schlechte Nachrichten. Ich glaube, dass die Demonstrationen in den USA zum Beispiel zu sehr hohen Steigerungsraten in einigen Regionen geführt haben, was das Virusthema angeht. Aber wir haben trotzdem in Europa einen klaren Trend zur Besserung und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt auch in den USA ein einmaliger Effekt ist. Aber die Bösen haben eben eine perfekte Welt vorweggenommen in den letzten Wochen und Monaten und deswegen ist das Risiko eher nach unten zu sehen, auch wenn ich weiterhin davon ausgehe, dass wir im Sommer jetzt erstmal eine Seitwärtsbewegung sehen werden, bis dann im nächsten Monat es richtig spannend wird, wenn die Quartalszahlen rauskommen. Dazu werde ich mich aber dann noch
mal melden. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch eine gute Börsenzeit bis dahin und ich hoffe natürlich, dass wir nicht nochmal einen zweiten und dritten Tag mit solchen minus 4-5% Zahlen sehen werden. Wenn das der Fall ist, dann Vorsicht und abwarten, weil nochmal ein Sturz am Markt würde dann wahrscheinlich tatsächlich recht verheerend sein. In diesem Sinne bin ich aber weiterhin optimistisch und vor allem optimistisch, dass wir hier zusammen weitergehen, besser werden, unser Vermögen aufbauen können und in einem dieser Videos starten wir damit vielleicht. Alles Gute und bis bald, dein Gero.